Let me show you Tel Aviv. Wie sagt man das eigentlich auf Hebräisch? T'nuli le'arotlachem et Tel Aviv. Ursula, kannst du Hebräisch? Ja, gesatt würde ich sagen, ein bisschen. Aber ich komme in Tel Aviv ganz gut durch. Ich kann nur Shalom sagen. Na, ist ja schon einmal was. Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien. Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis. Und mein Vis-à-vis ist Marco Schreuder. Das Thema heute lautet Let me show you Tel Aviv. Marco, was gibt's denn Neues? Naja, was ist schon passiert? Wir haben 41 Songs und doch nicht 42. Ja, Ukraine ist ja ausgestiegen, aber ansonsten haben wir jetzt alle Songs da. Es sind alle Songs da. Werden wir alle Songs so, wie sie jetzt gerade da sind, auch so hören? Ist die Frage. Es haben sich so ein paar neue Traditionen eingeschlichen, zu denen ich ein eher gespaltenes Verhältnis habe. Zuerst kommen die Künstler-Announcements, dann kommen die Snippets, dann kommen die Songs und dann kommen die Revamps. Revamps, um das mal für alle Laien auch zu erklären, sind quasi neue Remixe von den Songs. Also sprich, sie werden eventuell neu aufgenommen oder sie werden neu instrumentalisiert, vielleicht ein neues Tempo hier und da zugefügt. Allerdings, die Struktur des Songs bleibt gleich. Die ist schon mal eingereicht worden, nur jetzt wird halt ein bisschen an den Schrauben gedreht. So ist es, wobei es gibt auch ganz gute Nachrichten. Italien bleibt italienisch, Island bleibt isländisch und so. Also es gibt noch viel mehr. Albanien bleibt albanisch und so weiter. Und das freut mich. Mich freut das auch, weil oftmals die Übersetzung ins Englische, da wird dann oft augenscheinlich, wie schlecht die Songtexte insgesamt sind. Und die Aussprache. Oder die Aussprache. Und oft verliert ein Lied dadurch sehr viel an Atmosphäre. Aber es gewinnt manchmal an Spaß. Also manche englische Aussprachen waren dann schon sehr lustig. Oh. Dafür gibt's blöderweise keinen eigenen Preis beim Song Contest. Den sollten wir einführen. Ja, also mein Liebling ist immer noch Piss Welcome. Naja, aber jetzt kennen wir die 41 Songs. Man kann, glaube ich, sagen, also wenn man sich jetzt den Mix, also die Stilmixe sich anhört, es ist ein sehr vielfältiger, lustiger Song-Contest. Also dafür, dass wir gedacht haben, dass es, glaube ich, der schlimmste Song-Contest ever, ever, ever wird, hat sich das Teilnehmerfeld dann ganz schön gemausert. Also es klingt schön. Es ist, mittlerweile sind einige Perlen aufgetaucht, die sich, glaube ich, auf diversen Playlists ein bisschen länger halten. Es ist alles sehr jetzig. Ja, also wir haben Party-Songs, ich meine, denken an Spanien, ja. Wir haben Dancefloor-Songs, wir haben sehr viel Kunst. Oh ja. Und wir haben sehr viel vermeintliche Kunst. Oh ja. Wir haben Balladen der alten und der neuen Sorte, wir haben dick aufgetragenes, wir haben dezentes, ganz leise, wir haben wirklich alles da. Also und wir haben Folklore. Wir haben Disney. Und wir haben Disney. Also ich bin zufrieden und ich glaube, das wird ein sehr, sehr bunter und schöner Contest. Und was ich schon jetzt ganz speziell finde, ist immer dann, wenn es so einen ganz, ganz, ganz klaren Favoriten zu Beginn gibt, wo man es eigentlich nur noch die Frage ist, gewinnt er oder sie oder nicht. Das sehe ich dieses Jahr nicht. Das könnte ein knappes Rennen werden. Da sind so viele, ja, Frontrunner dabei. Also wir wissen echt jetzt nicht, was kommen könnte. Mein Tipp ist nach wie vor, da bleibe ich dabei, dass sich die Niederlande und Italien sich den Sieg untereinander ausmachen werden. Aber wir wissen das ja, es gibt Songs, die sind jetzt vielleicht noch ganz unten bei den Wettquoten oder bei den Fernfavoriten, die dann mit einer Performance da auftrumpfen werden, dass es einem die Schuhe auszieht. Siehe Zypern letztes Jahr oder auch Österreich letztes ja. Jahr. Ja, genau. Also ich glaube, dass wir uns noch überraschen lassen können. Und ich dachte zuerst auch, das wäre ein nicht so guter Jahrgang. Zu Beginn bekamen wir außer Italien ja wirklich nur schlechte Songs. Und dann kamen ja wirklich ein Knüller nach dem anderen.
Ich glaube, wir können zufrieden sein und es lohnt sich, glaube ich, mal alles durchzuhören. Die Playlists auf YouTube zum Beispiel kann man komplett schon sich anschauen. Also wenn man die Werbung erträgt, natürlich. Ja, und oder man bezahlt es mittlerweile. Und wir werden natürlich im April 4 Sondersendungen machen und wir werden uns pro Sendung uns 10 Songs widmen. Und dazu haben wir uns dann auch Gäste eingeladen. Lasst euch überrascht. Apropos Gäste. Ja. Wir haben Gäste, Marco. Na gut, dann würde ich sagen, unser Song, also unser Sendungstitel lautet ja Let Me Show You Tel Aviv. Also machen wir einen kleinen Ausflug. Ab nach Tel Aviv. Marco, wir haben zwei Gäste. Bei uns ist die Ursula Raberger, oder sagt man Raberger? Raberger. Raberger. Also meine Oma hat immer gesagt Raberger und der glaube ich total linzerisch. Wieso bist du bei uns zu Gast? Du hast ja einen Bezug, ne? Ja, ich habe ganz viele Bezüge zu Israel und auch zu Eurovision. Zum einen machen wir mit dem Kibbutz Club einmal im Jahr ganz eine große Eurovision Party. Und ich schreibe auch so über israelischen queeren Film und bin jedes Jahr in Israel. Was der Kibbutz Club ist, das werden wir später noch erfahren. Und hier haben wir auch noch den Alexander Pearl. Oh, du bist ja eigentlich, glaube ich, aus Tel Aviv, oder? Ja, genau. Direkt in Tel Aviv geboren und aufgewachsen. Von 0 bis 21 war ich dort. Seitdem in Europa und in den letzten Jahren jetzt in Wien. Und wo ist es besser, in Wien oder in Tel Aviv? Schwierige Frage, aber ja, man sagt, Wien ist so wie ein Sofa. Sobald man sitzt, will man nicht wieder aufstehen und ich glaube, ich bin hier zu bleiben. Okay, das wollen wir natürlich wissen, was Tel Aviv für ein Möbelstück ist. Nicht so leicht zu sagen. Eine Strandbank? Vielleicht, eine Strandliege, eine gepolsterte. Das könnte auch sein. Mit so einem Becherhalter fürs Goldstar-Bier. Irgendwie. Sehr die gut. Limonana. Eher Limonana. Ja, Limonana. Ich bin für Limonana. Der Kibbutz Club, den muss man ja erklären, wobei der Alkis da ja befangen ist, weil Alkis, du bist ja ein VJ-Artist und bist ja auch im Kibbutz Club, in der Kibbutz Club-Familie verankert. Genau, ich bin ja seit mittlerweile jetzt auch schon fast 5 Jahren bei Kibbutz Club und ich mache dort die Projektionen. Ich werde immer für irgendeinen verrückten Rabbi gehalten, der dann auf Hebräisch angesprochen wird von allen, weil ich eben auch, naja, aussehe, wie ich aussehe, wie ihr wisst. Und ich habe aber sehr, sehr viel Spaß dabei. Aber Ursula, wenn du jetzt einem Zuhörer aus Buxtehude erklären musst, was ist der Kibbutz Club in Wien? Wie erklärst du das? Dann würde ich sagen, dass das eine Partyline ist, die jetzt im verflixten 7. Jahr ist, die sich fokussiert auf israelischen Trash-Pop, auf teilweise auch Eurovision, auf Mizrachit, auf Oriental Bass. Eine ganz wilde, queere Party mit eben Musik, die es so in Wien sonst nicht zu hören gibt, nämlich hauptsächlich aus Israel. Wenn man über israelischen Pop spricht, dann hört man sehr oft den Begriff Mizrachi. Was bedeutet Mizrachi? Ich kann es nicht so genau beschreiben. Das ist so orientalische Musik mit Ursprüngen in Leuten aus Nordafrika oder mehr Upbeat. Ja, Mizrachit-Musik, so orientalische Klänge, ja, also Rhythmen aus arabischen Ländern, auch nordafrikanischen Ländern, genau. Meistens auf Hebräisch, aber gesungen. Und ich finde, das ist eine sehr lässige Verbindung. Also, dass man diese Elemente einfach verknüpft, die hebräische Sprache und Beats, die sehr, sehr modern sind, mit Rhythmus aus arabischen Ländern. Ich fange sogar schon zum Wogeln an, jetzt auf dem Sitz, weil ich könnte schon wieder tanzen. War Golden Boy Mizrachi? Das ist sehr modern und ich würde sagen, eine Mischung zwischen Pop und ein bisschen ja, Mizrachi. Bisschen, ja. Nicht ganz. Ja. Also der Anfang auf jeden Fall. Ja, das auf alle Fälle. Dieses langgestreckte Mama. Someone broke my heart. No. Leg los, Ursula. Nein, besser nicht.
Ja, wir wollen natürlich von euch wissen, ganz viele Fans fahren jetzt in den nächsten Wochen nach Tel Aviv und viele von denen wissen nicht, was sie erwartet, oder manche waren schon so lange nicht mehr dort, so wie ich. Ja. Ich war das letzte Mal Asche auf mein Haupt 2001 in Tel Aviv und die Stadt dürfte sich ein bisschen geändert haben in all diesen Jahren. Damals gab es noch so eine ganz versteckte Schwulenszene, das weiß ich noch. Das zum Beispiel dürfte sich sehr verändert haben. Wer möchte sprechen? Or. Ja, es verändert sich sehr schnell. Ich bin jedes Jahr dort und jedes Mal gibt es neue Türme und viele Restaurants, die ich liebe, gibt es nicht mehr. Dafür gibt es ganz viele Restaurants und ja, es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Es verändert sich so schnell. Ja, dann kann ich nur zustimmen. Also das ist, wir waren ja auch Alkis voriges Jahr mit dem Kibbutzclub dort und da war ich irgendwie so, glaube ich, 4 Monate nicht dort. Land dort mit dem Flugzeug, wir fahren rein in die Stadt und ich denke mir, wo ist das Lokal, wo ist der Club weg, ja, es war etwas Neues da und diese Stadt ist so eine schnelllebige Stadt, verändert sich so schnell, also fahrt wir dann nicht. Welche Besonderheiten hat Tel Aviv, was macht Tel Aviv aus, was ist einzigartig in Tel Aviv, was andere Städte nicht bieten? Also die Strände sind schon mal ein Riesenvorteil, die sind immer voll, das Wetter ist wunderbar im Sommer, es regnet einfach gar nicht im Sommer. Außerdem das Nachtleben, man sagt, Tel Aviv schläft nie und das stimmt. Es gibt nicht nur Clubs, sondern auch Restaurants, Supermärkte, Cafés, gibt's alles rund um die Uhr, alle Wochentage. Das Einzige, was nervig ist, ist, dass die Öffis am Samstag nicht gibt. Schabbat. Genau, am Schabbat, von Freitagabend bis Samstagabend. Genau, aber da gibt's ja dann die Monizia Route, die kann man sich hinzuwacheln. Das sind immer so Minibusse, gelb. Also wer jetzt einmal nach Tel Aviv fährt oder überhaupt nach Israel, kann sich einfach am Straßenrand hinstellen und wacheln mit der Hand und die bleiben stehen. Und wenn du Glück hast, fährt der in deine Richtung und nimmt dich mit für ziemlich wenig Geld. Ich glaube 8 Shekel oder so. Eine einfache Fahrt billiger als wie die Wiener Öffis. Wie viel ist dein Shekel ungefähr? Ein Shekel sind... Oder 4,5 Shekel sind vielleicht 1 Euro. 4,5 Shekel, 1 Euro, sowas, ja. Also wenn man ein Viertel Euro ist, an Shekel. Ja. Ja. Übrigens, wer versucht, nach Tel Aviv durchzukommen und dort ein Uber haben möchte, vergesst es, gibt es nicht. Stimmt. Das ist eine wertvolle Info. Das ist eine sehr wertvolle Info und ich gebe sie freimütig, kein Uber in Tel Aviv. Sondern? Taxis. Also es gibt zum Beispiel eine App, die heißt Get und die funktioniert auch offline. Also man kann, wenn man online ist, im gesamten Stadtgebiet von Tel Aviv gibt es ein WLAN, das jetzt, naja, es ist nicht super schnell, aber es funktioniert. Mal hat man Empfang, mal nicht, aber es geht. Und wenn man sich dann ein Get, per Get ein Taxi holt, dann kann man gleich zahlen und ist dann auch, wenn man am Schluss offline ist, hat man bereits gezahlt. Es funktioniert. Wenn ich jetzt hinreise als und noch nie in Israel war, ich meine, es fängt ja bei der Einreise schon an, dass die ein bisschen anders funktioniert als in andere Länder, kann man ja sagen. Ne? Worauf muss man sich da einstellen, wenn man dann am Flughafen in Wien oder in Bonn oder in Berlin dann ankommt und man weiß, man fliegt da jetzt nach Ben Gurion? Es kommt darauf an, mit welcher Airline man fliegt. Fliegt man mit El Al nach Israel, dann ist er schon zum Beispiel in Schwechat in Wien ein bisschen strenger. Ja, da wird man schon beim Einchecken, vorm Einchecken eigentlich befragt, ja, was man im Land macht, was man im Koffer hat. Das sind eh so Standardfragen. Und wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, und das ist ja, viele fliegen als Gruppe zum Song Contest, verstehe ich ja auch, dann wird man wirklich auch getrennt voneinander befragt und dann werden die Ergebnisse quasi am Ende zusammengeführt und es wird geschaut, haben die eh alle das Richtige gesagt oder das Gleiche gesagt. Oder widerspricht sich das oder so? Genau, okay, widerspricht sich das, ist es jetzt komplett irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Also wir hatten noch nie ein Problem, wir sind auch gemeinsam voriges Jahr geflogen, ich hatte noch nie ein Problem. Und wenn man dann wenn man mit Austrian Airlines fliegt zum Beispiel oder einer anderen Airline, dann ist das in Wien noch überhaupt kein Problem. Da wird man noch nicht wirklich befragt. Wenn man dann aber in Israel ist, dann ist es schon bei der Einreise sozusagen, bei der Passkontrolle wird man noch einmal befragt, was man denn macht, wo man denn schläft, was man tut. Aber das ist eigentlich genauso, wie wenn man zum Beispiel in die USA fliegt, ist das genauso. Genau, also man sollte mehr Zeit einplanen auf jeden Fall.
Und man soll auch immer die Wahrheit sagen, auch wenn sie unangenehm ist. Und man denkt, na, das erwähne ich lieber nicht. Die sind genau darauf spezialisiert, Lügen zu erkennen. Also auch wenn es unangenehm ist, alles, nur die Wahrheit zu sagen. Ja, ich habe das ja auch gelernt, Mimikresonanzen zu lesen. Das sind diese ganz schnellen Dinge, die man im Gesicht sehen kann. Und man kann tatsächlich erkennen, wenn jemand gerade Angst hat oder sich ärgert oder so. Auch wenn die Person das gut verstecken möchte. Siehst du das gerade in meinem Gesicht oder warum schaust du mich jetzt an? Was ich alles in deinem Gesicht sehe, Alkis, das passt in keinen Podcast hinein. Dann bin ich ja beruhigt. Apropos, ist der eine Sicherheitsbeamte dann bei uns im Club aufgetaucht einmal? Der wollte doch mal vorbeikommen. Warte mal, das kann schon sein. Also ich glaube, voriges Mal jetzt, letzten Samstag, war sogar ein LA-Steward bei uns beim Kibbutz-Club. Ah, cool. Aber das ist ein Stammgast. Also wie lange gibt es denn diesen Kibbutz-Club jetzt schon? Jetzt sind wir im 7. Jahr. Ich kann es selber gar nicht glauben. Und wer organisiert das? Eine israelische Party? Wird das von Israelis organisiert? Nein, von der Ursula Ratberger. Und dem Stefan Schaden, dem fantastischen Stefan Schaden. Genau. Den wir alle kennen und lieben. Genau. Und das war irgendwie total lustig, weil wir haben irgendwie so, wir hören eben total gern israelischen Pop und wollten irgendwie einmal in Wien dazu tanzen gehen. Gibt's halt nirgends. Und dann haben wir gesagt, hey, machen wir einfach einmal so eine Party. Irgendwie mit einmal, ja, boah, kostet viel Geld, wie machen wir das, wie organisieren wir das, wo? Und dann haben wir wirklich ein Jahr lang geplant und haben gedacht, da kommen jetzt einmal hoffentlich 20 Leute tanzen. Und dann war halt die erste Party und wir waren irgendwie, glaube ich, 800 Leute waren. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht machen wir es doch ein zweites Mal. Ja, und jetzt sind wir im 7. Jahr. Also es ist irgendwie, wir haben wieder gestern gesagt, nach der Party, nach der letzten, es ist irgendwie arg, also es ist irgendwie unglaublich, ja, weil die Leute kommen noch immer und wir wechseln heute jetzt auch teilweise auch schon, wir haben DJs aus Israel und ich glaube, das ist schon, die sieht man halt sonst nirgends. Ja, ein treues Publikum haben wir, danke. Ja, und beim Eurovision Special darf ja auch ich immer ein bisschen auflegen und das macht mir große Freude. Oh, ja. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Ja. Wann ist denn der nächste Eurovision Special, wenn wir schon Werbung machen? Ja, wenn wir schon Werbung machen, dann richtig am 4. Mai, Kibbutz Vision 2019. Da bin ich noch da. Ich habe es gehört, da können wir nachher darüber reden, ob es wieder eine Special-Einlage von dir gibt. Und dann können wir so Merci Cherie Podcast Zuhörer und Zuhörerinnen ganz besonders noch einmal einladen. Aber auf alle Fälle. Aber apropos Party. Tel Aviv ist ja durchaus bekannt. Also eigentlich war ich ja noch auf einem Customer Journey und eigentlich bin ich ja noch am Flughafen in Tel Aviv. Wir schweifen ab. Sorry. So, macht ja nichts. Wie komme ich vom Flughafen am besten in die Stadt? Ich würde sagen, am besten kein Taxi zu nehmen vom Flughafen, weil wenn Sie merken, es sind Touristen und Sie wissen nicht genau, wie es funktioniert, können Sie irgendeinen Preis nennen. Und am besten mit dem Zug. Der Bahnhof ist direkt außerhalb vom Terminal und es geht schnell und billig und zuverlässig. Und man kommt überall hin, wurscht ob Jerusalem, Tel Aviv, mit dem Zug. Richtig, und selbst in Tel Aviv gibt es mehrere Stationen mit dem Zug und es geht blitzschnell und dann in Tel Aviv kann man mit dem Bus fahren oder mit dem Taxi. Das mit dem Bus, das ist so eine Sache. Wenn man dann in der Stadt ist, was viele Touristen und Touristinnen dann ja immer sagen, ist, man kann ja diese Schilder nicht lesen. Das ist natürlich schon so ein Punkt. Du hast dieses Problem nicht, weil du kannst das lesen. Du kannst das auch lesen, Ursula? Ja, ich brauche vielleicht ein bisschen länger, aber es geht. Aber ich muss schon sagen, dass ich hauptsächlich, ich weiß, welche Busse, welche Richtung fahren, die Nummern. Die kann man sich online suchen. Ich weiß, die Nummer 4 fährt zum Hilton Beach, wie die Israelis sagen. Da ist ein ganz toller Gay Beach übrigens für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Da weiß ich, okay, den kann ich nehmen etc. Und ich fahre eher immer mit den Monicherut, mit den Kleinen, weil das ist für mich irgendwie angenehmer. Und deswegen vor im Internet schauen, es gibt einige Busse, die fahren in die gleiche Richtung, der 4er, der 16er, der 5er etc. Und mit denen fahre ich dann immer. Komplizierter wird es dann, wenn man zur Uni muss oder so. Aber wenn ich da einmal weiß, welchen Bus ich nehme, ist das überhaupt kein Problem. Aber man muss halt einmal wissen, welchen Bus man nimmt. Ne? Ja, das schon. Wie orientiert man sich da am besten? Am besten online. Sogar Google kann das oder irgendwelche Online-Webseiten im Voraus schauen. Und noch wichtig zu wissen, man kann nicht mehr bar im Bus zahlen. Ah. Ja, das ist relativ neu. Seit wenigen Monaten geht das einfach gar nicht mehr. Man muss so ein Rav-Kav holen, so heißt das, Rav-Kav, eine spezielle Karte, die man aufladen kann mit Geld. Und es gibt mehrere Stationen, wo man das kaufen kann und aufladen kann und damit zahlt man. Und das wird hoffentlich auch gleich am Flughafen gehen.
Ich hoffe, ich glaube ja, das sollte es geben. Wir werden es herausfinden. Ja. Wir erzählen euch dann. So, jetzt einmal zum Nachtleben von Tel Aviv. Yay! Ja, von Party zu Party. Ja. Also ich habe ja gehört, dass der Euroclub dieses Jahr in einem der größeren Clubs Tel Avivs ist. Haumann 17. Mhm. Oh ja, oh ja. Und nachdem der Club letztes Jahr sehr, sehr klein war in Lissabon, jetzt einmal eine richtige Party-Location, wo wirklich viele Menschen hineinpassen. Das klingt doch wirklich vielversprechend. Ich war ja bei einer der Arisa-Partys dort und ich habe es sehr genossen, dort zu sein. Es ist ein Riesenclub, also es ist wirklich Großraumfeeling, aber auch mit super Visuals etc. Ich weiß nicht, wie viele Leute dort reinpassen, über 1000 auf alle Fälle. Ich war auch vor Jahren einmal dort und es war grandios. Es ist etwas komplett anderes. Und dieser Club war ursprünglich in Jerusalem. Also 99, als der Song Contest in Jerusalem war, war auch Haumann 17 Euroclub. Und diesmal wieder, weil sie haben das verlegt. Ach, das ist ja lustig. Ah, genau. Schöne Geschichte. Ja. Es gab 1999 schon Euroclubs. Oh, schau, ja. Schau. Ja. Und das Fancafé ist auch in einem Riesenlocation dieses Mal. Hangar 11 heißt das. Ah, ja. Das ist auch sehr, sehr groß. Das kenne ich noch nicht. Kenne ich auch, ja. Cool. Das ist sehr spannend. Tel Aviv ist ja auch bekannt so als eine queere Hauptstadt des Nahen Ostens. Das kann man ja, glaube ich, so sagen. Du hast ja sogar deine Arbeit dazu gemacht. Ja, dein Buch. Ja, zu israelischem Queeren. Zur queeren Kultur, war der gesamte Israel, war nicht nur Tel Aviv. Aber es konzentriert sich dann schon wahrscheinlich sehr auf Tel Aviv. Ja, total. Oder? Also es ist auf alle Fälle die queere Metropole, nicht nur von Israel, sondern wirklich vom ganzen Nahen Mittleren Osten. Und das merkt man auch im Straßenbild, ja. Und also Gay, Lesbian Couples, Families, ganz viele Familien, Regenbogenfamilien. Das ist etwas, was man zum Beispiel in Wien auch ein bisschen abgeht, dass man das gar nicht sieht. Liegt wahrscheinlich irgendwie auch so auf diesem Fokus in der jüdischen Kultur, auf Familie, auf Mishpacha. Es ist eine sehr, sehr schöne Sache und hatte noch nie Probleme dort mit meiner Freundin Hand in Hand zu gehen. Ganz im Gegenteil, das ist dort total wurscht. Und ich finde es so schön, weil sich dieses queere Leben nicht nur auf einige wenige Lokale konzentriert. Ich meine, die gibt es natürlich auch und die sind großartig, sondern we are everywhere. Und das ist einfach so schön. Ja? Also man kann im Grunde genommen wirklich auf jeden Strand gehen, in jedes Lokal gehen und es ist einfach so, du bist wahrscheinlich nicht die oder der erste Gay Lesbian, der da reingeht. Und das ist so super, oder der schon da ist. Und das ist, ich genieße das unglaublich. Es ist so ein Gefühl von Freiheit. Wie ist das? Ist das nur in Tel Aviv so oder ist das in ganz Israel so? Nein, es ist leider nicht in ganz Israel so. Viele kleinere Städte oder Dörfer sind eher konservativ und deswegen kommen die ganzen nach Tel Aviv und konzentrieren sich dort. Ja. Gut, aber das ist, glaube ich, in vielen Ländern ja so. In Amsterdam ist mehr los als in Nijmegen oder so, oder? Ja. Auf jeden Fall. Für alle Westösterreich übrigens, das Jüdische Museum in Hohenems hat im April eine Ausstellung über Tel Aviv. Ich glaube, Ende April ist die Ausstellungseröffnung. Oh, echt? Okay, wusste ich nicht. Das klingt großartig. Und da sind auch natürlich auch Teile des queeren Lebens ausgestellt. Hm. Ah, das ist spannend für alle, die dort im schweizer-österreichischen deutschen Eck dort sind. Sehr lohnenswert, ja. Tolle Objekte, tolle Filme auch, die gezeigt werden im Rahmenprogramm. Ich kann es sehr empfehlen. Hohenems war ja auch eine Metropole, eine jüdische Metropole früher, muss man sagen. Ne? Familie Zweig zum Beispiel. Zweig, glaube ich, ja. Ja, spannend. Wenn ich dann in Tel Aviv essen gehen möchte, etwas, was mir alle israelischen Freunde, die hier in Wien, ich habe doch einige Freunde, dich kannte ich noch gar nicht, was ja eigentlich arg ist, aber ich habe ja doch einige israelische Freunde in Wien und alle sagen zu mir, du wirst das Essen lieben. Was ist so besonders am Essen in Tel Aviv und warum ist das Essen in Tel Aviv für die Veganer so besonders interessant? Stimmt, Tel Aviv ist die vegane Hauptstadt der Welt, also Restaurant pro Kopf, vegane Restaurant ist die größte Anzahl, glaube ich, in Tel Aviv. Interessant. Ja, vielleicht kommt das über die Politik wegen dem Konflikt. Das, ich kann auch nicht erklären, warum, aber das ist Tatsache. Und unsere Großeltern sind aus der ganzen Welt gekommen. Deswegen gibt es so viele Küchen, so eine große Vielfalt. Es gibt alles Mögliche und wie gesagt, schon rund um die Uhr. Teilweise sehr teuer, teilweise aber auch recht billig.
man muss sich gut auskennen. Genau, genau. Also wenn jetzt das Geldbörserl nach dem Kauf der Eurovision-Tickets nicht so gut gefüllt ist in Tel Aviv, würde ich wirklich einmal empfehlen, einen Rundgang auf dem Shuka Carmel zu machen, auf dem Markt. Der ist mitten in der Stadt und da kann man sich wirklich billigst eindecken mit Obst, Gemüse, Gebäck, mit Halva etc. Man kann wirklich billig essen. Wer jetzt ein bisschen mehr zur Verfügung hat, also ich meine, ich weiß ja nicht, ob ich da jetzt Werbung machen kann, aber ich liebe das Benedikts am Rothschild Boulevard. Das ist ein 24-Stunden-Frühstückslokal und ich liebe es einfach. Also es hat auch einen netten Gastgarten. Man kann auch übrigens super Leute dort interviewen, ich sag's euch nur. Und ich mag das dort eigentlich. Das ist so, jedes Mal, wenn ich dort bin, bin ich ganz sicher zweimal dort. Das gehört irgendwie für mich schon so dazu. Einfach, das ist so das Basic-Programm für mich, ist irgendwie so Benedikts Frühstücken. Oder halt um 4 in der Früh oder um 8 in der Früh, es ist egal, es ist großartig. Und sonst, also ich gehe sehr, sehr gerne essen im Florentin. Das ist ja eher so das studentische Viertel, Künstlerinnenviertel. Schaut teilweise ein bisschen abgefuckt aus, aber da siedeln sich schon immer mehr diese ganzen Hipster-Cafés etc. an. Natürlich eh mehr als die Hälfte vegan, aber da ist wirklich für jeden etwas dabei. Und dort bin ich auch sehr, sehr gerne. Und da kann man auch billig und gut essen und sich nebenbei auch noch irgendwie junge Kunst anschauen. Und das ist, finde ich, eine sehr coole Kombination. Darf ich hier noch kurz eine Werbeeinschaltung in eigener Sache anbringen? Es gibt auch in Wien ein Lokal, das heißt Florentin und ist hat Küche aus Tel Aviv. Und am 8. April, meine Lieben, um 18.30 Uhr haben wir dort unser Podcasterinnen-Treffen. Also alle von euch sind eingeladen und dort sein wird Penda, die österreichische Teilnehmerin des diesjährigen Eurovision Song Contests. Am 8. April um 18.30 Uhr im Florentin. Anmelungen bitte unter meet@mercicherie.at. Meet aber in dem Fall vegan, nämlich M-E-E-T. Nicht Meet wie Fleisch, sondern so ist was anderes. Aber im 9. Bezirk, oder? Genau. Es gibt nämlich noch eine Filiale im 7. Ach so, im 9. Bezirk, ja. Ja, das ehemalige Café Berg in der Berggasse. Genau. Wasergasse, Berggasse, genau. Wir kennen das aus, aber die Hamburger werden sich jetzt, wenn sie den Flug hierher buchen dafür, wir sollten wissen, dass es im 9. Bezirk ist. Vielen Dank. Und die Berliner kennen das Benedikt übrigens genauso. Ich gehe gerne ins Miss Non essen, hier in Wien. Oh. Ah, ja. Wie sehr Tel Aviv Lifestyle habe ich dann schon intus? Ziemlich. Ja, ja, ziemlich. Das ist echt authentisch. Das gibt es auch in Israel viele. Das ist ein sehr bekannter Starchef in Israel, der das betreibt, diese Kette. Sind diese gefüllten Fladen mit, keine Ahnung, Ratatouille, mit nicht nur Falafel, sondern so ganz lustige Sachen, die gebackenen Kaffiol und so weiter. Und wenn deine Portion fertig ist, dann wird einfach dein Name über ganz laute Musik, die da die ganze Zeit läuft, gerufen, gebrüllt eigentlich schon. Finde ich großartig. Also ich habe in Israel, wenn ich einige Male dort war, teilweise meine Bestellung gar nicht gehört. Die haben meinen Namen schon. Sie sprechen auch irgendwie ein bisschen falsch aus. Ich verstehe es, Ursula ist irgendwie komisch für Israelis. Ich sage dann immer, ich heiße Yael, weil dann höre ich es ganz sicher. Und das können sie auch. Yael, okay, passt. Meine Flade ist fertig, mein Kaffeeol ist fertig. In Österreich habe ich es da leicht. Aber da hast du wirklich mega Tel Aviv-Feeling schon, wenn du da essen gehst. Weil, wenn ich im Miss Non im 1. Bezirk in Wien bin, habe ich immer das Gefühl, ich mache Urlaub in der eigenen Stadt. Ja, das stimmt. Ja. Reden wir noch über das Lesben- und Schwulenleben in Tel Aviv. Du hast das von der Kulturseite her beleuchtet. Aber was sind so die angesagten Clubs, wo man unbedingt hingehen muss? Puh, das ist für mich eine schwierige Frage. Du gehst nicht aus. Nein, eigentlich doch, sehr fleißig. Aber ich habe mich geoutet erst, als ich weg war. Ah. Und kenne die Szene nicht so ganz gut mit den Clubs in Tel Aviv. Also ich würde als Startpunkt unbedingt einmal das Spagat ansteuern in der Nachlat Benjamin. So heißt eine Straße, Spagat. Das ist mittlerweile auch ein Daytime-Café und am Abend sind wirklich immer sehr, sehr coole Veranstaltungen. Es ist ein kleineres Lokal. Mittwoch ist immer Women Only, soweit ich weiß. Und den Rest der Woche eben gemischt. Es ist sehr, sehr cool und da kriegt ihr wirklich alle Informationen für alle anderen Partys. Die Arisa-Partys natürlich, die sind der Hammer. Alkes war ja dort vorigen März. Genau. Ja, du hast geschwärmt.
Und also das würde ich wirklich einmal als Startpunkt hernehmen. Es gibt ganz, ganz viele Partylines. Ja, also es gibt einen Club Lima Lima. Sie haben ganz normale Partys, aber einmal der Woche ist das eine schwule Party, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag. Es gibt eine sehr gute Website, Atraf. Und da werden alle Schwulpartys in Tel Aviv aufgelistet. Also das, da sollte man schauen. Okay. Ja. Und wenn ich jetzt anreise mit meiner Familie und Kinder, was sind da so die Attraktionen von Tel Aviv, die man mit seiner Familie schauen kann? Welche Strände, welche Museen, was soll man gemacht haben? Also von den Stränden her im Grunde genommen geht da jeder. Jerusalem Beach, Banana Beach ist ganz, ganz super für Familien, finde ich. Attraktionen für Kinder speziell. Es gibt auch im Tel Aviv Museum immer spezielle Veranstaltungen, auch für Kinder, Jugendliche, Führungen, wenn die Eltern sehr auf das kulturelle Wissen der Kinder schauen. Es gibt auch irgendeinen Funpark für Kinder, und sonst muss ich ganz ehrlich sagen, die Stadt bietet sehr, sehr viel. Also auch das Shoppingherz schlägt höher. Wenn es sehr, sehr heiß draußen ist, dann kann man ins Dizengoff Center gehen und da kann man auch essen, man kann ins Kino gehen. Da würde ich echt empfehlen, die Cinemathek. Das ist ein Programmkino in Tel Aviv, wo übrigens auch das TLV-Fest jeden Juni stattfindet. Das ist das LGBT-Filmfestival. Da kann man gleich bleiben nach einem Song Contest. Da kann man unbedingt bleiben, weil es ist ein großartiges Filmfestival, das der Yair Hochner seit Jahren macht. Und da sind tolle Filme auch für Kinder, aber sehr ausgewählt. Und sonst ein Spaziergang am Rothschild Boulevard. Also das ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich einfach diesen Boulevard so schön finde. Und weil sich der am Abend so mit Leben füllt einfach. Da gehen Leute mit Hunden Gassi, da sind Familien unterwegs, Couples, die schmusen. Also orthodoxe und nichtgläubige Touristen quer durch liebe ich, und Familien sicher auch. Ich liebe ja Architektur, und Architekturgeschichte, und dafür ist ja Tel Aviv ziemlich berühmt. Die ganzen Art Deco-Gebäude, die es dort gibt, Bauhaus-Gebäude. Auf das freue ich mich, ich bin ja ein großer Mies van der Rohe-Fan. Worauf soll ich mich da konzentrieren oder wo soll ich da spazieren gehen? Rothschild, eindeutig Rothschild. Es gibt auch übrigens für alle, die hinfahren, gratis Touren durch, immer so 2-3-stündige Touren mit verschiedenen Schwerpunkten in Tel Aviv. Da gibt es eine Jaffa Night Tour, das ist so der alte Teil von Tel Aviv. Ist auch noch arabisch dominiert, glaube ich. Genau, ne? genau. Und super, kann man auch gut essen. Ganz viele kleine Galerien, wunderschön dort. Dann gibt es so eine White City Tour, wo eben der Fokus ist auf Bauhausarchitektur, und die startet natürlich am Rothschild Boulevard und bewegt sich dann auch dort und in den Seitengassen, die habe ich gemacht, die ist ein Traum, und das ist wirklich so auf der Basis von Trinkgeld am Schluss, ja, für den Touri-Guide. Und also diese Touren habe ich in Jerusalem gemacht, die habe ich in Tel Aviv gemacht. Große Empfehlung, wirklich großartig. Es gibt auch eine Organisation, die nennen sich Rainbow Tours. Und sie werden zum Song Contest auch mindestens 2 Touren über den Song Contest machen in Tel Aviv. Cool. Ja. Wie war das eigentlich für dich? Wie alt warst du, als Dana International den Eurovision Song Contest gewann? Ich war 10. Und hast du das aktiv erlebt? Kannst du dich erinnern? Ja, ich schaue den Song Contest, seitdem ich 2 bin. Aber wirklich, das ist bei uns in der Familie Tradition. Das schauen wir wirklich jedes Jahr. Ist das in ganz Israel so beliebt oder ist das speziell deine Familie? Ich würde sagen, durchschnittlich ist schon beliebter in Israel als in Österreich. Aber in meiner Familie glaube ich ganz Besonderes. Mein Papa ist der Grund. Ja, ich habe das miterlebt und das war für mich eine Riesenfreude. Ich war so stolz auf Dana International. Und ja. Und hast du diese politische Message damals als 10-Jähriger schon verstanden, die damit verknüpft wurde? Ich glaube, erst Jahre später habe ich wirklich verstanden, was das alles bedeutet, dass eine Transfrau sowas gewinnt und so viele Stimmen bekommt von ganz Europa. Da würde ich dich auch fragen, als einer, die queere Kultur, also in dem Fall vor allem Filmkultur, auch studiert und erforscht hat, weil der Sieg von Dana International wird gerade in vielen, also der Dean Vuletic, der ja auf der Uni Wien auch auf der osteuropäischen Geschichte so ein Buch jetzt gerade veröffentlicht hat, wo er diese ganzen politischen Bedeutungen des Song Contests erforscht hat, hat eigentlich festgestellt, dass der Song Contest eher Politik widergespiegelt hat, aber selten gemacht hat, mit einer Ausnahme.
Name, als Dan International gewann, ja, wo sich ein Land radikal geändert hat, ja, eigentlich. Ja, weil man muss das, also es war quasi Israel vor Danas Sieg und nach Danas Sieg. Auch wie bekannt wurde, dass eine quasi Transfrau antritt und gerne Israel vertreten möchte, gab es ja Proteste in religiösen, in sehr rechtsgerichteten Kreisen. Na, das kann doch nicht sein, wir können doch Israel nicht von einer Transfrau vertreten lassen. Die hat dann aber gewonnen und es gab noch immer Proteste. Und dann hat Dana quasi den Pokal geholt und ich werde das nie vergessen, diese Aufnahmen, wie die Menschen auf die Straße geströmt sind, die in Haya Con, also diese mehrspurige Straße am Strand von Tel Aviv, die war verstopft von Menschen und da sind alle zusammengekommen. Also es war ein sehr verbindendes Erlebnis, sage ich jetzt einmal, ein Ereignis für Israel, weil da sind dann die Religiösen, da sind dann die, die sie sehr kritisiert haben, alle sind zusammengekommen und haben gemeinsam gefeiert und ich finde das einen ganz wichtigen Moment in der israelischen Geschichte eigentlich und deswegen finde ich es auch voll schön, dass ich das da erwähnen kann. Naja, ich habe persönlich auch ganz starke Erinnerungen an den Sieg von Dan International. Ich habe mir den Eurovision Song Contest 1998 mit ein paar hundert Menschen angeschaut. Warst du damals auch dabei? Ja. In der Remise im zweiten Bezirk. Natürlich. Das war damals eine große Party-Location. Jetzt sind da ja Wohnungen, glaube ich. Ja. Es war ja bis zur letzten Punktvergabe, ich glaube, Malta oder Israel gewinnt, nicht? Und das war ja einer der spannendsten Votings ever. Und wir haben so Israel die Daumen gedrückt, auch aufgrund dieser politischen Dimension natürlich, ja? Und ich werde das nie vergessen, die Geschwister Pfister haben das damals moderiert und das war im Rahmen des Festivals Wien ist andersrum. Genau. Das kann ich mich sehr gut erinnern. Und die Punktevergabe, die kam aus dem Liveball, wenn ich mich auch noch richtig erinnere. Zumindest der Liveball war damals gleichzeitig. Genau. Ja. Anyway, wir haben wahnsinnig viel erfahren von euch. Jetzt würde mich noch eines interessieren. Habt ihr irgendwie mitbekommen, weil ich meine, ganz konfliktfrei ist ja diese Organisation des Eurovision Song Contest 2019 in Israel nicht über die Bühne gegangen. Da gab es ja ziemlich viel Hickhack, die Regierung, die dann kein Geld mehr geben wollte, ein Fernsehsender, der nicht viel Geld hatte. Dann hat es geheißen, es wird in Jerusalem stattfinden. Der Netanyahu hatte gleich mal am Anfang an, genau in der Debatte, wo auch die Frage war, welche Hauptstadt ist überhaupt die Hauptstadt und so. Wie habt ihr das als so nah an Israel lebende Menschen das wahrgenommen, diese gesamte Konflikte und Diskussionen? Es ist mir natürlich immer peinlich, dieses ganze Chaos. Aber es war mir klar und ist mir klar, dass es alles wird gut sein. Kein Land ist hat die Teilnahme abgesagt wegen irgendwelchen politischen Gründen und so weiter. Und es wird toll sein. Die Ukraine war politisch, aber hat nichts mit Israel zu tun. Genau, ja, richtig. Ja. Bist du davon ausgegangen, dass es eh in den Griff zu bekommen ist? Oder hast du damals schon gedacht, oh je, vielleicht machen die das dann doch in Zypern? Ich hatte schon ein bisschen Angst, aber ja. Und wie ist die Stimmung? Hast du es irgendwie mitbekommen? Wie freut man sich in Israel schon sehr auf den Event? Oder? Total, ist das schon überall zu sehen. Ich höre von meinen Freunden überall Plakate, alle freuen sich sehr drauf, alle sind stolz. Vor allem, dass es in Tel Aviv stattfindet, wo es noch nie war. Ja. Und freuen sich sehr, sehr drauf, ja. Also wir haben alle gehofft, bitte Tel Aviv. Die ganze Community war sehr Tel Aviv. Ich habe Freunde in Jerusalem, die haben auch gesagt Tel Aviv. Ja. Auch wenn sie gesagt haben, natürlich rein von der Infrastruktur bietet Jerusalem etwas mehr. Allerdings, die Infrastruktur ist halt nicht nur die Halle selbst, sondern auch das Drumherum. Und eine Stadt, die drumherum relativ wenig bieten kann, die ist nicht sehr attraktiv. Also das war ja auch die große Diskussion damals in Österreich, als es darum ging, wo findet der Song Contest statt. Und für uns war natürlich klar, Stadthalle Wien, wo sonst. Aber es hat sich auch Oberwart beworben. Ich meine, was soll man denn dazu sagen? Nichts gegen Oberwart. Schöne Stadt, also schönes Ortschaft. Die Stadt, glaube ich sogar. Das glaube ich, oder? Ja, Stadt. Ja, ja. Stadt, ja. Jetzt musst du mal nach Oberwart fahren. Und ich war schon. Ich finde es auch nicht, wirklich nicht hässlich und alles, aber es gibt also wirklich keine Hotelbetten, keine Clubs, keine ja, Möglichkeit. Das ist ein Thema natürlich, welche Infrastruktur hat eine Stadt zu bieten, ist ganz klar. Ja. Ja. Die Preise sind natürlich schon enorm in Tel Aviv und das hält natürlich auch viele Leute ab. Also die Hotelpreise sind einfach verrückt.
Also ich muss sagen, die Hotelpreise sind schon normal in Tel Aviv sehr, sehr hoch und das ist jetzt natürlich noch einmal um einiges raufgefahren. Auch Airbnb ist momentan sehr teuer, ich habe gestern einmal ein bisschen geschaut. Also wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, wo nur ein Bettal frei ist, dann würde ich das sehr stark empfehlen, weil es ist tatsächlich preislich ein Wahnsinn. Wenn ich noch eine Empfehlung geben darf, für alle Eurovision Cities, eigentlich Host Cities, jedes Jahr gilt das eigentlich. Um diese Zeit sind die Preise noch immer enorm. Nur die Massen, die viele glauben, dass sie kommen, die kommen dann eh nicht. Dann wartet wirklich auf 3 Tage vor dem Abflug und dann bucht. Die Preise gehen dann meistens noch einmal runter, weil sie dann schon verzweifelt sind, weil sie die Wohnung noch immer nicht vermietet haben. Boah, dieser Nervenkitzel. Das Marco, bitte. Ja, es ist aber so. Entweder du buchst sehr früh oder sehr spät. Es ist wirklich so. Was natürlich, wir können ja nicht über Israel sprechen, ohne nicht die Konflikte, die damit verknüpft werden, und die Boykottaufrufe, die damit immer wieder verknüpft werden, zu besprechen. Ich möchte natürlich, es ist der Roger Waters, der berühmte Aktivist vom BDS. BDS heißt Boykott. Divestment Sanctions. Sanctions, also eine Bewegung, die Israel sabotieren oder boykottieren möchte. Genau. Und Roger Waters von Pink Floyd ist einer der großen Anführer und aber auch Brian Eno. Der Brian Eno hat einen offenen Brief an den britischen Teilnehmer geschickt, er möge den Eurovision boykottieren, weil man damit ein Apartheid-Regime, wie sie das immer nennen, unterstützen würden. Roger Waters hat mehr interessanterweise sich den portugiesischen Sänger ausgesucht, den Conan Osiris, er möge diese Veranstaltung boykottieren. Als Israeli, wie empfindest du solche Boykottaufrufe? Ja, es ist mir traurig, das alles zu hören. Das ist ein Song-Contest, keine Politik-Contest. Oder das soll nicht so eine große Rolle spielen. Und die Situation ist viel schwieriger, als viele es darstellen, wie zum Beispiel der. Wenn die andere Seite was Falsches macht, würde er nichts sagen. Es ist sehr einseitig, finde ich immer, von ihm und von den Gleichen. Ja, dem stimme ich natürlich zu. Und ich meine, eine Person wie Roger Waters, der ja seit Jahren probiert, irgendwie Israel, wo nur geht, irgendwie zu schaden und andere Künstlerinnen zu Boykott aufzurufen. Sie ist halt eine Person, die sich auch schon hervorgetan hat durch sehr zweifelhafte Aussagen. Er wurde, glaube ich, angesprochen auf irgendwie Giftgaseinsatz von Assad. Und er hat gesagt, na ja, das ist alles nur Propaganda, um Putin und Assad schlecht zu machen. Also eine Person, die so etwas von sich gibt, ernst zu nehmen, fällt mir dann doch sehr, sehr schwer. Und mit zweifelhaften Methoden ruft er eben auch teilweise zum Boykott auf Israel auf. Also es macht mich auch traurig, dass das ständig passiert, wenn es um Israel geht. Aber wie der Ohr schon gesagt hat, das soll ein Fest werden der Musik. Es ist Eurovision, es ist Musik, es ist Trash. Das liebe ich ja so an diesem Contest. Und es wird super vonstatten laufen, das weiß ich, weil BDS sind ja keine Unbekannten, wenn es um Boykottaufrufe geht. Auch letztes Jahr beim Eurovision ist eben Netter, da hat es Kampagnen im Internet gegeben, Boykott Netter, ruft bitte für wen anderen an, nicht für sie, etc. Es hat halt nichts gebracht, sie hat gewonnen, Gott sei Dank, und ich glaube auch, dass diese Boykottaufrufe heuer auch ins Leere laufen werden, Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Was mich noch interessieren würde, ist viel an der Israel-Kritik, und Israel ist nun normal, ob berechtigt oder nicht, da habe ich eine klare Meinung. Ich sage, das wird dämonisiert und das wird einseitig verurteilt, so wie du, Ora, das auch gesagt hast. Aber da schwingt dann schon immer auch eine Spur Antisemitismus mit, der verdeckt unter dieser Israel-Kritik dann lauert. Ne? Eine sehr große Spur von Antisemitismus, ja. Weil wenn man nur gegen Israel demonstrieren geht, aber die 100.000 Tote in Syrien einem wurscht ist und nicht demonstrieren geht, dann frage ich mich immer, wie schaut es da mit der Verhältnismäßigkeit aus? Sehe ich das richtig, oder? Ganz richtig, genauso sehe ich das auch. Ja, ich auch. Ja. Das hast du schön zusammengefasst, das ist traurig, aber wahr. Und wir hatten beim Kibbutz Club übrigens auch vor 2 Jahren oder 3 Jahren so ein Erlebnis. Wir haben jede Party hat ein Motto, ja. Und diese Party hatte das Motto, Wien muss Tel Aviv werden. Und wir haben das so mit einem Augenzwinkerer irgendwie gemacht. Hey, voll cool, Strände, super Partyszene,
der Queers are everywhere, voll cool, das würden wir für Wien auch wollen, wenigstens für eine Nacht, ja, bei unserer Party. Und sind dann, und das war echt traurig, an einem LGBT-Ort in der Villa unsere Plakate eben beschmiert worden mit solchen Sprüchen, eben Pinkwashing, Apartheidsstadt, also statt Staat, Wien und so weiter. Das war sehr, sehr traurig. Also es war auch sehr schockierend für uns, weil es an einem Ort stattfindet, der eigentlich für uns, für die Szene, für die queeren People einfach so ein Schutzraum auch ist. Was ich aber ganz toll gefunden habe, ist, dass die Villa uns das sofort gesagt hat, dass die Villa ein Statement online gegeben hat, wo sie sich ganz dezidiert gegen diesen Antisemitismus, gegen diese Strategien gestellt hat. Und das habe ich wirklich ganz, ganz toll gefunden, weil man hat einfach gemerkt, okay, man hat dann Rückhalt. Und das fand ich trotz dieses schlechten Erlebnisses sehr, sehr schön, dass man da gespürt hat, man hat Support. Man muss, glaube ich, für die Nicht-Wiener kurz erklären, was die Rosalie Villa ist. Die Rosalie Villa ist einer in den 80er Jahren besetztes Haus gewesen, also genau in dieser Hausbesetzerzeit, der Hochblüte der Hausbesetzerzeit, so wie die Arena ja auch. In dem Fall ist dieses Haus von Lesben und Schwulen, ein Abrisshaus, eine Bruchbude, besetzt worden in den 80er Jahren. Und daraus hat sich ein Kultur- und Beratungszentrum entwickelt und ein sehr gutes Lokal und Wohngemeinschaften, die es bis heute gibt, in denen Lesben, Schwule und Transgender-Personen, aber mittlerweile auch Flüchtlinge, LGBT-Flüchtlinge beraten werden oder leben können. Das Lokal gibt es leider nicht. Ja. Nicht mehr, nicht ja, mehr. Leider. Ja, ja. Ja, dann zu Island vielleicht noch ganz kurz. Island haben ja auch dezidiert gesagt, dass sie auf BDSM stehen, Bondage und Domination und SM halt, Sadomasochism, und nicht auf BDS. Aber sie wollten immer auch ihren Beitrag als politischen Appell gegen Netanyahu zum Beispiel verstanden wissen. Ja, sie haben Netanyahu zu einem Ringkampf, zum traditionellen isländischen Klima-Ringkampf herausgefordert. Oh, in einem Park in Tel Aviv. Das würde ich gern sehen. Ja, ich habe mir die isländische Vorausscheidung angeschaut und immer wenn dann der Eurovision angekündigt wird, hat man Bilder aus Gaza gesehen. Das ist in Nordeuropa ja sehr verbreitet. Kaum spricht man über Israel, zeigt man Gaza. Ja, es ist schon eine schwierige Situation, nicht? Wenn es in einem Land dann so ein ganz klares Bild auch vermittelt wird, Israel ist Krieg. Ja, und das ist halt ein kompletter Blödsinn. Deswegen sage ich immer allen, die irgendwie so diese Meinung vertreten, sind ja meistens Leute, die noch nie dort waren. Und da sage ich immer, leidens wirklich, bevor ihr kritisiert und irgendwas nachplappert, was gehört habt, fliegt einmal hin und schaut euch das einfach selber an, wie Israel ist. Weil das ist wirklich einigen schon passiert, denen ich das gesagt habe. Und die haben dann gesagt, okay, fahren wir mal hin, 3-4 Tage, eine Woche. Die sind dann zurückgekommen und haben gesagt, Ursula, okay, was bei uns in den Medien steht, ist halt wirklich sehr, sehr einseitig, ja, und sehr dämonisierend, was Israel betrifft. Die sind dann echt zurückgekommen und haben gesagt, sie denken jetzt anders. Und ja, ich finde das total schwierig. Das Bild, das in den Medien tradiert wird, wird sich, glaube ich, so schnell nicht ändern. Auf jeden Fall, die Isländer, die haben, es wurde ihnen schon gesagt, wenn ihr mit politischen Symbolen oder mit der Palästinenserfahne auftretet, dann werdet ihr disqualifiziert. Jetzt sagen sie in den Interviews schon, alleine auf der Eurovision-Bühne zu stehen und politisch nichts zu sagen, ist bereits ein politisches Statement. Und sie wollen ja eigentlich nur den Kapitalismus abschaffen. Das ist auch eine großartige Aussage. Sicher ganz im Sinne von uns allen. vor allem der teilnehmenden Das machen wir in einem anderen Podcast. Das würde den Rahmen sprengen. Ja, ein bisschen. Aber gerade die Isländer werden ganz gut ankommen. Aber ich schlage vor, wir entlassen euch mit unseren drei Standardfragen. Oh nein, bitte nicht die Standardfragen. Doch, die Standardfragen. Ich bin so aufgeregt. Ja, mit dem Fall, jetzt fangen wir mit dir an, Orr. Mhm. Ja. Welcher Eurovision Song Contest Beitrag ist dein Lieblingsbeitrag aller Zeiten? Ich sag das ja und die Künstlerin und ihr helft mir bitte mit der Aussprache des Titels, weil ich kann das nicht. Also 73 an Marie David. Je suis l'enfant? Na?
Tutere, ich kann es nicht Tutere Connaîtra. Richtig, genau, danke. Schöner Song. Ja, finde ich auch. Es hat zwei Songs gehabt, deswegen, und ich habe jetzt mit den anderen. Ach, sehr schön. Ja, mit dem hat sie gewonnen. Ja, genau. Gut. Ursula. Ja, bei mir ist es tatsächlich, ich sage jetzt nicht Euphoria, mir wurde verboten. Nein, wurde dir nicht verboten, sag's nur nicht. Nein, ich sag's überhaupt nicht, aber es ist tatsächlich es ist noch immer bei mir Golden Boy, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber es gibt auch den Céline Dion-Hit von 1988, mit dem sie ja, glaube ich, für die Schweiz gewonnen hat, Ne me parte pas son moi. Das läuft bei mir in Dauerschleife sehr gerne, auch in der Früh, wenn ich total müde bin. Ich komme dann total, empowered vor und energized. Ich liebe diesen Song. Ich habe ihn sofort im Ohr und schon verstehe ich, wie du dich fühlst. Eine Hymne. Sage mal, Ursula, Guilty Pleasure beim Song Contest? Oh mein Gott, meine Guilty Pleasure ist, die trashigsten Outfits und Auftritte auszumachen und dann mit Freundinnen und Freunden zu diskutieren, was jetzt wirklich am trashigsten ist. Liebe ich. Und das ist ja, glaube ich, ein Grund für ganz, ganz viele Leute, warum sie auch den Song Contest schauen. Abseits der tollen Musik, ja. Diese Präsentation, großartig. Oh. Ja, also ich mag es nicht nur anschauen, sondern auch ein Teil davon zu sein. Nicht als Sänger, aber 2015 in Österreich war ich Delegation Host von Israel und 2019 in Israel werde ich Delegation Host von Österreich. Wow. Genau. Das machst du als Volunteer. Richtig. Ich wollte mal eine eigene Volunteer-Sendung machen, dann kommst du da noch einmal. Sehr gerne. Dann kommen wir zur letzten Frage. Alkis, die stellst du auch du noch. Welcher Beitrag von 2018 ist denn noch in deiner Playlist? Oh. Es gibt nur noch einen, der ich immer noch gern höre und das ist Toy von Netta. Ja, bei mir genauso. Wunderbar, dann haben wir das auch geklärt. Das überrascht mich jetzt total. Wie sagt man Dankeschön, mein Schatz, auf Hebräisch? Oh, toda rabba, Mami. Wir sagen allerdings an euch beiden Merci, Chérie. Merci, Chérie. Die kleine Song-Contest-Geschichte am Schluss. Lieber Alkis, hast du mir eine Geschichte mitgebracht? Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, aber ich glaube, die ist gar nicht mal so klein. Und die liegt auch gar nicht so weit zurück, fürchte ich. Darf ich raten? Was denn? Wir bleiben in Israel und wir gehen mal zurück ins Jahr 2012, 13, 14, wo im israelischen Rundfunk und in der Politik eine Diskussion angestoßen wurde über den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Kommt uns Hörerinnen und Hörern hier in Österreich und auch in Deutschland durchaus bekannt. Und die Schweiz auch, die hatten sogar ein Referendum. Das ist richtig. In Israel ist es eben zu einem parlamentarischen Komitee gekommen. Die haben festgestellt, so geht es nicht weiter. Der israelische Rundfunk ist zu groß, er ist zu teuer und er hat zu viele Angestellte, die zu gut bezahlt worden sind. Und da hat dann die Regierung Netanyahu gehandelt. Im Jahr 2015 wurden die Gebühren für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach einmal gekippt. Also, kommt uns das wieder bekannt vor? Naja, es gibt natürlich viele Regierungen mittlerweile. In Dänemark gab es ja auch große Umbrüche, nachdem die rechtskonservativen Mitpopulisten auch das Sagen hatten. Und die haben einfach ein Problem mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk, offensichtlich weltweit. Und sie kippen das und sie wollen das dann immer steuerfinanzieren statt Gebühren finanzieren, was natürlich auch die politische Abhängigkeit dieser Sender von den Regierungen dann noch stärkt. Staatsfunk nennt man das dann. Ja, genau. Was und man ihnen jetzt vorwirft, was sie aber jetzt gar nicht sind, nämlich. Genau. Ja. Mhm. Damals war es eben auch in Griechenland ein ähnlich gelagerter Fall. Die ERT hätte auch abgeschaltet werden sollen. Und damals haben eben zum Beispiel ERT-Mitarbeiter den Sender besetzt und haben weiter Programm gemacht, wenn auch halbstark.
In Israel war es eben so, da hat man gesehen, wie es in Griechenland lief und hat davon gelernt. Die Mitarbeiter haben erst 2 Stunden vor der Abschaltung von der Abschaltung erfahren. Boah, das ist brutal. 2 Stunden am Tag des ersten Semifinals 2017 war das, 9. Mai. Und daraufhin wurde ein Notprogramm quasi zusammengestellt. Es wurde tatsächlich nur ein Dia gezeigt auf einem der Sender, auf Arabisch wurde auf dem erklärt, dass dieser Sender abgeschaltet wird. Es wurde tatsächlich nur mehr eine Live-Sendung gezeigt und das war das 2. Semi am Donnerstag. Aus Kiew. Aus Kiew, genau, 2017. Wo Imri auch I Feel Alive gesungen hat und vielleicht kann man sich auch ein bisschen die Stimmung der Sängerinnen und Tänzerinnen vorstellen, wie das dann damals gelaufen ist. Ich kann mich auch erinnern, es war ja im Pressezentrum eine Riesenaufregung. Das ist richtig. Und tatsächlich dann am 13. Mai, Entschuldigung, wurde dann tatsächlich mit dem Eurovision Song Contest die Live-Übertragung beendet. Mit dem Finale. Im Finale, genau. Mhm. Und der Moderator Ofer Nachshon, der über Jahre ja auch die Punkte angesagt hat aus Jerusalem. Institution war dieser Mann. Ja, der hat sich sehr tränenreich von den Zuschauerinnen und Zuschauern verabschiedet. Und es war schon eine sehr bewegende Geschichte damals. Und jetzt, eine Woche später, wurde dann tatsächlich Kan gegründet und nahm den Sendebetrieb auf. Kan bedeutet auf Hebräisch hier. Und die haben tatsächlich ein Jahr lang quasi in einer Form von Beta-Version gesendet. Am Tag des Finales 2018, an dem Tag, als Netta gewann, ist um 22 Uhr der offizielle Sendebetrieb losgegangen. Also immer mit dem Eurovision Song Contest verknüpft. Total. Mhm. Aber natürlich die finanziellen Schwierigkeiten, die Kan derzeit hat, mit der Austragung des Eurovision Song Contests, sind eng verknüpft mit dem mit der Abhängigkeit von den Steuern, die Netanyahu und sein Kabinett ihnen zugestehen. Es gab ja auch einen ziemlich starken politischen Druck, wie natürlich der Eurovision Song Contest zu organisieren sei. Ne? Genau. Es ging darum, dass Kan den gefälligst in Jerusalem zu organisieren hat. Mhm. Der Druck der EBU hat tatsächlich dann dazu geführt, dass dann Tel Aviv genommen wurde, weil weniger politisch aufgeladen. Das war meine kleine Geschichte. Woran man auch wieder mal erkennt, dass anhand des Eurovision Song Contest so viele Geschichten zu erzählen sind, aber auch medienpolitisches. Weil vermutlich wäre der Eurovision Song Contest ohne öffentlich-rechtliche Programme in Europa überhaupt nie so damals entstanden in den 50er Jahren und hätte der auch nicht so viele Jahre überlebt. Sicher nicht, nein. Ah. Die Privatsender haben kein Interesse an einem fortlaufenden, an einer fortlaufenden Senderentwicklung. Wir werden sehen. Ja, das wäre mal auch eine eigene Sendung wert, ne? Zum Bereich öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Vielen Dank, Alk. Es war eine sehr, sehr spannende und sehr aktuelle Geschichte. Und gerade bei uns in Österreich gibt es ja Diskussionen, mit welchem neuen ORF-Gesetz der ORF da auch neu strukturiert werden sollte. Und ja, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland. Die AfD macht komplett mobil gegen die öffentlich-rechtlichen Sender. Für Eurovision-Fans eine ganz entscheidende Frage, natürlich, wo man auch nicht schweigen sollte, meiner Meinung nach. Ja. Ja, danke für diese Geschichte. Das war eine sehr israelische Sendung. Aber ich möchte es, glaube ich, nicht so ernst beenden. Ja. Marco, sag mir doch mal einfach dein Lieblingslied von den israelischen Teilnehmerinnen. Was würdest du denn wirklich immer wieder gerne hören? Das ist jetzt eine wirklich schwierige Frage, weil ich finde ja, dass Israel hat natürlich nicht nur Gutes gebracht, aber Israel hatte schon verdammt gute Songs. Und ich kann mich wirklich ganz schwer entscheiden.
ein Song zum Beispiel, an dem ich mich erinnere, der kam nicht ins Finale und ich war, fand das so traurig. Das war Isabeau mit Time 2012 in Baku. Es war eine sensationelle Indie-Nummer. Ich fand sie großartig und ich habe bis heute nicht begriffen. Und dann gibt es natürlich diese Trash-Songs von früher, zum Beispiel Amor Shalom von Chocolate Manta Musik, also richtig so 70er Disco Hadern. Ich liebe diese Nummer vor allen Dingen in der deutschen Version und in der englischen Version. Das wurde in mehreren Sprachen aufgenommen und ist dadurch besonders interessant. Absolut. Komm heute zu mir. Ach, großartig, ja. Dann International ist natürlich für mich auch, das war einfach emotional damals, ein Riesenmoment. Mhm. Aber wenn ich dann doch am Ende des Tages sagen müsste, welcher Song mein Lieblingssong ist, dann ist es Chai von Ofra Haza 1983. Oh, Ofra. Ja, die liebe ich auch. Ofra Haza hatte ja einen Welthit mit Imni Nalu und sie war eine jemenitische Jüdin, ist dann an HIV gestorben, an einer AIDS-Erkrankung. 2000 war das, ja. Ja, ich habe sie in bester Erinnerung, war eine tolle Stimme und ja, Ofra Haza mit Chai. Und, Alkis, jetzt musst du mir natürlich auch deinen Lieblingstitel. Ach, let me show you Tel Aviv. Golden Boy. Ich liebe Golden Boy. Ich liebe Golden Boy. Und immer wenn wir es bei Kibbutz Club spielen, singt der ganze Saal mit und tanzt wie wild. Wir werden alle Songs, die wir besprochen haben, natürlich wieder in den Shownotes raufstellen und dann könnt ihr dann den Podcast kurz unterbrechen und euch ein Video anschauen oder am Schluss dann noch einmal die Musik dazu euch einverleiben. Das ist richtig. Ja gut, Alkis, dann würde ich sagen, wir bedanken uns noch einmal bei all den vielen Menschen, die uns Feedback gegeben haben. Ich bekomme immer noch Feedback. Ein paar Fragen habe ich noch offen, die werde ich ab der nächsten Episode dann beantworten. Aber ich will auf jeden Fall noch auf eine Sache hinweisen. Es gibt ja die sogenannte Krankheit des PEDs. Weißt du, was das ist? Nein. Post-Eurovision Depression. Oh, natürlich. Das ist immer diese Depression, die ausbricht, wenn der Eurovision-Saison vorbei ist und man in das Loch fällt. Und unser lieber Dr. Eurovision, Irving Benoit Wolter, hat im Juni eine große Veranstaltung geplant in Hannover, nämlich mit Song Contest Stars, mit Orchester, so wie damals, die ihre Songs spielen. Und ich finde, im Juni kann man zu UNESCO nach Hannover fahren. Alle Informationen gibt es auf unescon.de. Unescom. Unescon. Con. Mit einem N, also wie UNESCO, nur mit einem N dahinter. Gut, das sollten wir wissen. Ja, das ist, über den Namen könnte man vielleicht nochmal diskutieren, aber tolle Veranstaltung. Ja, tolles Feedbacks. Bitte tut uns wieder weiter bewerten. Und teilen auf den sozialen Medien. Dann bleibt uns nur mehr zu sagen. Merci, Sherry. Missing Link.